Danke für die Einladung nach Eschborn. Ich muss sonst weite Strecken zurücklegen. Aber heute Morgen Navi eingeschaltet, 35 Minuten vom Bett zu meinem Stuhl hier war eine lösbare Aufgabe. Und ich bin gerne hier, ist ja eigentlich die gleiche Region, Rhein-Main-Gebiet, bin auch Hesse, hört man sofort an meinem Zungenschlag. Ich habe eine Lebensgeschichte mitgebracht, aber es geht im Wesentlichen um diese eine Frage, gibt es mehr, als wir sehen können? Mein Vater aus Schlesien, Mutter aus Pommern, Geschwister, dieser Pimpf bin ich, 1963, eine Familie Bäckersleute in Wiesbaden. Mein Leben hat sich abgespielt neben dem Backofen meiner Eltern. Wir hatten zu Hause keinen Fernseher, aber 2000 Bücher auf den Regalbrettern gestapelt und die habe ich gelesen. Geschichten von Albert Schweitzer, David Livingstone, Paul White in Afrika. Und ich habe mir gesagt, so ein Leben hätte ich auch gerne. Und vor 43 Jahren traf ich meinen Highschool-Sweetheart Tina. Sie war 16, ich war 17. Wir haben sofort festgestellt, wir haben genau das Gleiche vor. Ein Leben lang als Ärzte in der dritten Welt etwas bewegen. Verliebt, verlobt, verheiratet am 1. August 87. Tina wollte Kinderärztin werden und daneben John Lennon wollte Chirurg werden. Ausbildung zum Facharzt, insgesamt waren es 8 Jahre, England, Yale in USA, Südafrika, Johannesburg, Uniklinik Berlin. 1991 unternahmen wir eine weite Reise nach Südamerika als Rucksacktouristen, hatten 3 Monate Zeit, das Land der Inkas, Peru, zu bereisen. Machu Picchu, eines der 9 7 Weltwunder. Es erinnert uns an die Inkas und die Quechuas, die in Peru leben. Über 10 Millionen Quechuas, mindestens, vielleicht auch 15, sind die rechtmäßigen Nachfahren. Sie leben solchen Lehmhäusern, oft ohne Strom, Abwasser. Eine typische Küche, wo die Mahlzeiten zubereiten. Millionen von Kindern zu Hause, oft familiäre Gewalt, Alkoholismus. Sie arbeiten knackerhart, lohnt sich kaum und viele haben keinen Zugang zu einer modernen medizinischen Behandlung. Ein großer Tumor an der Fußsohle. Und da haben wir uns gesagt, vor 30 Jahren, 91, wir kommen einmal zurück, um für diese Menschen ein ganz modernes Krankenhaus aufzubauen, ein Krankenhaus genauso schön wie in Deutschland. 5 Jahre haben wir gearbeitet an einem Missionsspital in Ecuador, Südecuador, ein Land nördlich von Peru, meine Frau als Kinderärztin. Ich war dort der einzige Chirurg, führte mehr als 2000 Eingriffe durch. Aber den Traum, ein Krankenhaus zu gründen, haben wir nie aus den Augen verloren. Projektentwurf 2002, Vereinsgründung in Tapperz, Thüringer Wald, mit mehreren Freunden. Und wir hatten diesen Traum, ein Hightech-Krankenhaus in die Anden zu setzen. Gelandet sind wir in Curahuasi, Luftlinie in diese Richtung, 45 Kilometer von Machu Picchu entfernt, ein Steinwurf. Die Talsohle 2,6, die Berge 5.000 und 6.000 Meter hoch. Und da kauften wir von der katholischen Kirche ein Grundstück, 3,5 Hektar, bezahlten $25.000, alles was wir hatten. Und am nächsten Tag unterschrieben wir einen Planungsvertrag mit der Baugesellschaft Construtec, Olaf Böttger, Vorsitzende des Vereins, und rechts im Bild Judd Johnson, Vertreter dieser Baufirma Construtec. Und diese Baupläne sollten $60.000 kosten. Aber am Tag der Unterschrift hatten wir kein Geld auf dem Konto. Nix. Alles ausgegeben, 24 Stunden zuvor, um diese Immobilie zu erwerben. Aber wir sagten uns als Christen, mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Ein Jahr später hatten wir bezahlt, $60.000, die Pläne digital stapelweise auf dem Schreibtisch. Ein Krankenhaus, 2 Ebenen, 15 Abteilungen. Wir hofften vielleicht sogar mit einem Computertomographen. Es gab kein einziges Krankenhaus im Bundesstaat Apurimac mit einem CT. Sieht astrein aus und bunt. Aber Tina und ich, wir hatten ein echtes Problem. Überhaupt kein Geld. Als Familie sind wir heimisch geworden, waren die einzige weiße Familie unter 1000 von Quechuas, haben ein Lehmhaus gekauft, das Dach wurde repariert, eine moderne Küche eingerichtet und dann mit 10 Bauleuten versucht, das Ambiente wohnlich zu gestalten.
nachts ausgeruht auf den Matratzen. Dominik, Natalie, Florian, meine Frau und ich, so sind etwa 3 Monate ins Land gegangen. Jedes Jahr feiert man dort in Kurawasi den Festtag der Santa Catalina, ein echtes Spektakel. Und 2003 hatten sich diese Indianerkinder verkleidet, als Ärzte, als Krankenschwestern, habe das Bild selbst aufgenommen und gedacht, es wäre doch schön, wenn diese Kinder eines Tages wirklich an unserem Krankenhaus mitarbeiten könnten. Gute Idee, aber das Krankenhaus muss erst gebaut werden, 4 Millionen Dollar, Mauern hochziehen, Ausstattung 6 Millionen, das sind 10 Millionen, 1000 treue Freunde und Mitarbeiter aus der ganzen Welt, sie müssen dorthin ziehen, in einfachsten Häusern leben mit ihren Kindern, jahrelang knackehart mitarbeiten, ohne vom Krankenhaus ein Gehalt zu beziehen. Macht dieser Projektentwurf auf Sie einen vertrauenswürdigen Eindruck? Und wir kommen damit nach Deutschland 2004 inmitten einer Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit über 10% und zeigen die Bilder und die Leute sagen, was habt ihr denn vor? In welcher Welt lebt ihr eigentlich? Wir kämpfen um die Existenz, über 10% haben keine Jobs und ihr wollt Millionen abgreifen am Wegrand? Und wir haben gesagt, ihr habt recht, es geht nicht. Es sei denn, dass Gott das will, dann ist natürlich alles möglich. So ging es los, 2004, Januar, Februar, März, April. Wir waren immer unterwegs. Man könnte uns auch durchaus als Workaholics bezeichnen. Tina schrieb über 1000 Briefe, handschriftlich 2004. Aber in 6 Monaten kamen nur 251 Spenden rein. Das ist keine gute Wachstumskurve. Aus der Traum. Aber jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Wir hatten die Gewissheit, Gott wird das segnen. Wir machen weiter. 1500 Spenden bis zum Jahresende. Nicht der erste Vortrag heute. Es waren schon 2891. Und jeder Punkt ist eine Stadt in Deutschland, Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, die wir mindestens einmal besucht haben, England, Irland, die Autobahn hoch und runter regelmäßig in die Vereinigten Staaten. In 24 Ländern haben wir die Geschichte von die Hospiziane unters Volk gebracht. 473.000 Kilometer im Car-Rental durch Australien, USA, Europa. Wir sprechen bei den Protestanten, bei den Katholiken, Rotary-Clubs, Lion-Clubs, Kiwanis-Clubs, an den Universitäten, eine Schule in Enniskillen, Nordirland, in einer vollen Sporthalle in Melbourne, Australien. Pfadfinder machen mobil, ein Benefits-Konzert in Stockholm, Schweden, an einer Schule, Frau Fleck, brutzelt in der Küche Müsli, Granola, verpackt sie in Tütchen für die gute Sache. Sie macht das seit 13 Jahren und hat vor 2 Monaten die 100.000-Euro-Schwelle überschritten. Unglaublich. Privatpersonen haben über 1.500 Aktionen seit 2004 weltweit durchgeführt. Mit 230 Firmen habe ich gesprochen, fast alle haben geholfen. Sauerstoffgeneratoren aus den USA, aus Mexiko, die Wasserhähne, die Laborgeräte Roche aus der Schweiz, die gleichen hier in den großen Kliniken, stehen in Eschborn und Frankfurt. Frau Träger, die Trägerwerke Lübeck machen die besten Narkosegeräte auf dem Weltmarkt. Da kommt sie an mit 8 Mitarbeitern, um diese Spende alles nagelneu zu bereichen. Das Fernsehen ist dabei und Tina und ich, wir sagen Dankeschön. Das hätten sie auch gesagt. Denn so eine Spende hat Trägern 150 Jahren Geschichte in dieser Tragweite so noch nie gemacht. Und Siemens spendete erstmalig in seiner Geschichte einen Computertomographen für ein Krankenhaus in Lateinamerika, muss ich erzählen. Ein Jahr an die Tür geklopft, Siemens und Philips bei der Konkurrenz. Wir wollen ja niemanden ausgrenzen. Und zu Weihnachten 2006 klingelt das Telefon bei uns, es meldet sich ein Dr. Feldhaus und er sagt meiner Frau, wir überlegen tatsächlich bei Siemens, Ihnen einen Computertomographen zu spenden. Februar 2007 bin ich in Erlangen,
Hauptsitz von Siemens Healthcare. Dr. Feldhaus erzählt mir, warum. Herr John, spannend. Ich bin seit Oktober letzten Jahres der Chef der Kommunikationsabteilung. Es war meine erste Arbeitswoche. Da legt man mir ihre Mappe auf den Tisch mit ihrem Anliegen und sagt, Dr. Feldhaus, schicken Sie dem John mal eine Absage. Jetzt macht der Dr. Feldhaus einen ganz schweren Fehler. Er liest meinen Brief, stellt fest, es ist ein Glaubenswerk, trifft ihn mitten ins Herz. Er hat mal katholische Theologie studiert. Er hat da so eine Antenne. Er geht zu Professor Reinhardt, dem Vorsitzenden, können wir helfen? Und dieser Professor Reinhardt ist eine ganz ehrliche deutsche Haut. Er sagt ausgeschlossen, wir helfen bei Siemens eigentlich nie. Denn wenn wir heute eine Ausnahme machen, kriegen wir morgen schon hunderte Briefe und also wollen sie was von uns. Absage nach Peru. 2 Wochen später möchte ein Ehepaar, Ärzte wie wir auch, in Thailand einen Gesundheitsposten eröffnen. Eng befreundet mit Professor Reinhardt. Vitamin B kommt ins Spiel. Siemens hilft doch. Er geht zurück und sagt, Professor Reinhardt, Sie haben ihn neulich gepredigt. Wir helfen nie. Aber gerade schicken wir eine Menge Geld an Ihre Freundin in Thailand. Schauen Sie sich bitte dieses Faltblatt an. Ist doch astrein, dieses Krankenhausprojekt in Peru. Machen wir noch eine Ausnahme. Das CT wurde gespendet. Erstmalig, letztmalig, veröffentlicht in Ihrer Zeitschrift Siemens Welt in vielen Sprachen an fast 400.000 Mitarbeiter des Konzerns. In der Datenbank erfasst über 550 Medienberichte, Radio, Presse, Fernsehen, auch einmal der Weihnachtsgala im ZDF bei Johannes B. Kerner. Im Mai 2005 haben wir in der Mitte von nirgendwo das Bauschild hochgewuchtet. Ein Krankenhaus, das Gott ehren möchte, dem Volk Perus den Quechuas dienen will, der erste Spatenstich. Und wir dachten, vielleicht, kann ja sein, Ende April 2007 sind wir fertig. Aber in 17 Monaten hatten Tine und ich so eine Klitze Kleinigkeit gesammelt von den 10 Millionen. Und wir arbeiten ohne Hilfe der Regierung, ohne Bill Gates und ohne Boris Becker, der hat auch nichts mehr. 3000 Menschen haben mitgefeiert. In meiner Ansprache habe ich Verse aus dem Buch der Bücher zitiert, Lukas 4. Da sagte Jesus, ich bin gekommen, den Blinden das Augenlicht zu geben, die Gefangenen die Freiheit zu führen. Genau deshalb sind wir da. Wir suchten einen Baufachmann, der dieses Riesenprojekt leitet. Er musste natürlich kompetent sein, ist klar, Gesundheit mitbringen, Drittwelterfahrung besitzen und die ganze Arbeit umsonst machen. Wir haben lange gesucht, wir haben niemanden finden können. Merkwürdig, ne? Kommt der 16. Februar 2005, ich bin in Wiesbaden, im Westend, in einer Dachwohnung, auf dem Schreibtisch 50 Seiten Kleingedrucktes, ein Vertragentwurf zwischen die Hospizianer, das sind wir, einer Baufirma, Constructec, neben mir ein Anwalt, Spezialist für baurechtliche Fragen, international. Es geht also um etwa 4 Millionen Dollar der Bau, ohne Ausstattung. Das sind nochmal 6. Und jetzt verstreichen die Stunden, erklärt mir den Sachverhalt, diese Paragraphen und sagt plötzlich, Herr John, ich setze mich auch für die dritte Welt ein. Wir sind so 25 Leute aus allen Teilen Deutschlands. Wir unterstützen ein Kinderheim in Sao Paulo. Und einer von uns hat übrigens früher für die Baufirma Philipp Holzmann als Baufachmann gearbeitet. Ein Konzern, den Kanzler Schröder retten wollte, hat damals leider nicht geklappt. Ich bin sofort total nervös. Wie heißt denn dieser Mann? Ach, der heißt Udo Clemens. Haben Sie seine Telefonnummer dabei? Kramt in seiner Tasche, bringt eine Nummer hoch. Ich bitte um eine kurze Pause, um diesen Herrn Clemens unbekannterweise anzurufen. Er meldet sich. Ich sage, Herr Clemens, ich rufe aus Wiesbaden an. Wir sind Ärzte, planen ein Krankenhaus in Peru. Sie sind ja Bauingenieur, habe vor 2 Minuten von Ihnen gehört. Und ich möchte mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Könnten Sie sich vorstellen, so ein Projekt zu leiten, 1 oder 2, wie auch immer, aber umsonst? Er bleibt Mucksmäuschen. Und dann sagt er, John, ich wohne mit meiner Frau in Solms, Ortsteil Niederbiel, eine Stunde nördlich von Frankfurt. Wenn Sie wollen, kommen Sie vorbei, wir reden drüber in aller Ruhe. Abends bin ich da, fahre eine Leinwand hoch, erzähle die Geschichte. Und als ich durch bin, sagt
Barbara Clemens. Etwas, was ich nie wieder vergessen werde. Herr Johann, sagt sie, wir sind Lutheraner hier aus der Landeskirche. Seit 3 Tagen beten wir zu Gott um einen Lebensauftrag. Und heute Morgen saßen wir in der Küche stundenlang und wir haben gegrübelt und ein Gebet gesprochen. Wir sagten Amen und Momente später haben sie uns angerufen. Die beiden kamen nach Beirut, 3. August 2005. Er hatte jahrelange Erfahrung, Großprojekte in Afrika, in Asien. Er hat das Krankenhaus gebaut, 2,5 Jahre. Eine Zahn- und Augenklinik, 1 Jahr. Ein Haus für die Kinderclubs, 1 Jahr. Eine Schule, 2,5 Jahre. Krankenhaus erweitert. In der Summe hat er 10 Jahre bei uns gearbeitet. 8 Stunden jeden Tag. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Wir haben ihm nichts bezahlt. Die Bauphase, das Plateau haben wir in den Berg reinschneiden müssen. Tausende Zementsäcke verbraten, Bodenplatten, Wände, Säulen. 22. Juni. Ich komme abends zurück aus der Regionalhauptstadt Abancay. Einer Eingebung folgend fahre ich hoch auf das Plateau. Es ist dunkel, aber im Scheinwerferlicht 3 Gestalten. Was wollen Sie denn hier? Ja, wir kommen vom Kulturinstitut. Das ist ja eine Riesenbaustelle. Dabei haben sie gar keine Lizenz von uns. Hier könnten ja Artefakte der Inkas im Boden schlummern. Was sie tun, ist illegal. 4 Tage später kommt der Brief. Udo Clemens liest ihn. Baustopp. Strafandrohung 700.000 US-Dollar. Der Tod des Projektes. Wir waren in Panik. Und ich rief den deutschen Botschafter an, Herr Botschafter, könnten Sie mir helfen, mit dem neu gewählten Staatspräsidenten Alan Garcia oder seiner Gattin Pilar Norris einen Termin zu haben? Und er war richtig verärgert, unwirsch. Herr John, was soll das? Unmöglich. Ich rief dann einen alten Arzt an, er war mal Präsident der Augenärzte Perus, kannte viele Leute, der meinte, das ist schwierig, schwierig. Aber genau 8 Tage später, 70 Minuten bei Pilar Norris, die Garcia, Melitian Arce war dabei, der frühere Vizegesundheitsminister, gehörte zur gleichen Partei, er hat es eingefädelt. Und Pilar Norris wurde unsere Matrina, unsere Schirmherrin. Wir bekamen das schriftlich und damit konnten wir den Brief des Kulturinstitutes dem Papierkorb anvertrauen. Denn niemand wollte sich mit dem Staatspräsidenten oder seiner Gattin anlegen. Also gingen die Bauarbeiten weiter. Während der Bauphase, das Amphitheater daneben, November 2005, 30 Pastoren, jeder Mann auf dem Bild ist ein Pastor einer Kirchengemeinde. Sie schleppten Steine als Vorbilder. Und dann haben in 4 Monaten 750 Leute mitgearbeitet, Katholiken, Protestanten, Schulter an Schulter, November 2005. Ich habe ein Treffen bei 3 Direktoren von Telefónica Perú, ein großer Konzern aus Spanien im Bereich der Telekommunikation. Die beiden Herren kamen sogar aus Madrid. Der deutsche Botschafter hat's eingefädelt, also darf Klaus John mal wieder sein Verslein aufsagen. Und ich bitte danach um eine Satellitenschüssel, Telefon, Internet. Denn vor 16 Jahren gab es bei uns in den Bergen keine Handys und kein Internet. Jetzt sagen diese Direktoren, Herr John, das ist toll, was Sie vorhaben. Aber wo liegt denn eigentlich Kurawasi? Das Wort haben wir noch nie gehört. Wir brauchen mal eine Landkarte. 1000 Kilometer im Süden, Herr John, das ist wirklich toll, wäre für uns aber eine echte Investition, müssen wir mal gründlich drüber nachdenken, ob das geht. 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, jedes Jahr bin ich in der Summe 6 Monate unterwegs. 1 Monat bei meiner Frau im Krankenhaus, immer wieder nach Lima, Deutschland, Peru, USA, Peru, Mexiko, Paraguay. Aber vor Weihnachten 2005 komme ich zurück, um Mitternacht bin ich da, Flughafen Lima, gehe todmüde durch den Zoll und da nehmen die Beamten meinen Beamer weg. Ich hatte mit diesem Gerät tatsächlich Millionen gesammelt für die Ärmsten ihres Landes und man sagt mir, sie haben auf diesem Formular hier nicht unterschrieben, nicht angekreuzt, sie schmuggeln das Gerät ins Land, sind ein ganz Schlimmer. Ich habe das Gerät nie wieder gesehen.
Die nächste schlechte Nachricht, Anruf von Telefonica, Februar 2006. Herr John, ich muss ihn ausrichten, sagt eine Sekretärin. Wir können Ihnen leider nicht helfen. Also Klartext, keine Satellitenschüssel, aber viel Erfolg für die Zukunft. Ende des Gesprächs. Ich war total platt. Ich hatte doch 90 Minuten verbracht mit drei Direktoren ganz oben im Konzern. Der deutsche Botschafter war dabei. Tolle Sache, müsst ihr helfen. Die fahren Millionen Gewinne ein jedes Jahr. Krankenhaus für die Armen ist doch wichtig. Hilfe? Null. 3 Tage später suche ich ein Telefonbuch, gelbe Seiten. Ich möchte wissen, gibt es in dieser 8-Millionen-Stadt Lima Geschäfte, die günstig Beamer anbieten? Ich hatte 40 Vorträge eingebucht in Europa, März, April, betrete dieses Haus im Stadtteil San Borja von Lima, 5 Uhr am Nachmittag, drin ein großer Raum, da sitzen Techniker, reparieren kaputte Beamer und 3 Modelle zur Auswahl, zum Verkauf. Also, ich klemme meinen Laptop an Beamer 1, Beamer 2, Beamer 3, lasse alle Fotos durchlaufen, um diese Geräte zu testen. Und wie immer erzähle ich dabei die Geschichte von Dios Bisiana. Ich kann gar nicht anders. Jetzt gucken die Techniker alle hoch. Was redet dieser Kringo da mit seinem komischen Akzent? Ich bin durch mit dem letzten Bild. Kommt ein Mann zu mir, der stand hinter mir in einer Ecke. Ich habe den gar nicht beachtet. Er fragt mich, ist das wahr, dass die Telefonica Ihnen nicht helfen möchte mit einer Satellitenschüssel? Die Bilder mit den Direktoren hatte ich drin im Vortrag mit dem deutschen Botschafter, klar. Ich sage nein, vor 3 Tagen endgültige Absage. Er sagt, vielleicht kann ich Ihnen helfen, das ist meine Visitenkarte. Ich heiße Dante Passalacqua, ich bin der Präsident von IMSAT. Wir sind ein Konkurrenzunternehmen der Telefonica. Wir haben die gleichen Anlagen. Und wenn Sie das nächste Mal nach Lima kommen, bitte der gleiche Vortrag. Von meinem Vorstand habe ich gemacht. 2. März, Dante Passalacqua unterschreibt ein Dokument. Wir haben ein richtig großes Teil, so eine 2-Meter-Schüssel für Telefon, Internet, Hardware, Software, Gebrauch, kostenlos, seit 15 Jahren im Einsatz, damit eine Spende von deutlich über $300.000. Wie kann man diese Geschichte erklären? In einer 8-Millionen-Stadt, sagen wir mal 8-mal größer als Frankfurt, 3 Tage nach der Absage von Telefonica treffe ich rein zufällig in einem kleinen Beamerladen den Präsidenten des Konkurrenzunternehmens IMSAT. Was steht da eigentlich darum? Was macht er da? Der Inhaber des Beamerladens ist sein Cousin. Ein Verwandtschaftsbesuch. Da steht er inkognito, hört und sieht alles, tief bewegt. $300.000 an Spenden. Gar nicht so einfach, diese Geschichte mit Gesetzen der Wahrscheinlichkeit in den Griff zu kriegen. Und die wollten natürlich die Großspende vermarkten, bezahlten Flugtickets für eine bekannte Journalistin, Doris Bailey. Sie schrieb damals für die wichtigste Wochenzeitschrift des Landes, Somos. Doris Bailey ist gepackt, 3 Seiten Somos, Engel der Anden oder Clemens, Tina und ich. Und in jener Woche lesen Hunderttausende von einem spannenden Projekt im Süden ihres Landes. Eine Woche später fährt ein Lastwagen vor, eine Spende von 600 Sack Zement, $5.000. Und ich frage den Fahrer hier, sagen Sie mal, wer ist denn eigentlich diese edle Spende? Da fällt der Name Guido de Castillo. Er hat Goldminen, Kupferminen, natürlich den Artikel gelesen. So muss, er will helfen mit Zement, bin sofort am Telefon. De Castillo, Dankeschön. Darf ich Sie mal besuchen, Lima, und so eine kleine PowerPoint zeigen? Wenkenmaß, kommen Sie vorbei, Deck Castillo, mein Laptop, die Geschichte erzählt. Und ich sagte, wir müssen das Dach bauen. Wir brauchen 55 Tonnen Stahl, Marktwert $70.000. Was meinen Sie? Er meint gar nichts. Doch 4 Tage später kommt die E-Mail, wir machen das. Wir schicken 3 Lastwagen mit den Stahlprofilen, 55 Tonnen. Warum hat der Mann uns eigentlich geholfen damals? Er war überhaupt nicht religiös. Vielleicht hat das zu tun mit dem Tod seines Sohnes, der im Alter von 21 Jahren aus dem Flugzeug sprang, 6 Monate zuvor, aber der Fallschirm ging nicht auf, Sportunfall. De Castillo hat uns geholfen bis zu seinem Tod vor 1,5 Jahren mit $180.000. Er machte Kontakte zu den Medien. Eine Seite in der Bergwerkszeitschrift Pro Activo, Auflage 5000,
nicht gerade viel in einer 8-Millionen-Stadt, aber eines dieser Hefte verirrt sich. Niemand kann es erklären. In das Büro von Renato Canales, Ex-Chef der peruanischen Tagesthemen. Dort im zweiten Kanal von 10 bis 11 in ganz Peru ausgestrahlt. Er zieht die Zeitschrift, lädt mich ein, hört den Vortrag, 5 Fernsehreportagen im zweiten Kanal über das Krankenhaus des Glaubens. Aber wir hatten bereits in Peru 53 Fernsehreportagen in der Datenbank. Noch viele weitere, von denen wir gar nichts wissen. Das heißt, alle Peruaner, sagen wir mal, 33 Millionen haben mindestens 1 oder 2 Reportagen gesehen. Kanal 5, Sonntagabend, 14 Minuten über das Wunder in der Höhe mit 4 Millionen Fernsehzuschauern. Der große Festtag am 31. August 2007, die Fahnen. Ich sagte, nur Gott kann viel aus wenig und alles aus dem Nichts schaffen. Gott allein gebührt die Ehre. Pilar Norris schneidet ein rotes Band durch eine riesengroße Torte, aber nicht ausreichend für 4.500 Menschen. 9 Fernsehteams waren dabei. Die wichtigste Zeitung Perus, El Comercio, titelt: Das Krankenhaus des Glaubens hat seine Türen geöffnet. Und die Patienten kommen aus allen 25 Bundesstaaten. 10, 20, 30 Stunden in Bussen unterwegs. Die Schlange wird immer länger am Morgen. Sie schlafen auch am Haupteingang in der Hoffnung, reinzukommen. Der Wartesaal an jedem Morgen ist jeder Sitzplatz besetzt. 430.000 Patientenbesuche. Wir zeigen den erfolgreichsten Film aller Zeiten 2-mal am Tag. Nicht Ben-Hur, nicht Titanic, der Jesus-Film, verfügbar in über 1.000 Sprachen. Wir feiern einen Gottesdienst an jedem Morgen, von Montag bis Freitag, 30 Minuten. Die Patienten waren da, freiwillig, Freunde und Verwandte. Das heißt, deutlich über 500.000 Peruaner haben diese Botschaft des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe gehört. Marco Cunha, Krankenhauspastor, lebte jahrelang als drogenabhängig auf den Straßen der Stadt Abancay. Immer auf der Suche nach dünnem Papier, um seine Joints zu drehen. Und da findet er ein Buch mit knapp 1.000 dünnen Blättern, die perfekte Lösung für 1.000 Joints. Er reißt die letzten Seiten raus, dreht seine Marihuana-Zigarette, inhaliert, das tut ja so gut. Das war die 6. Seite. Er fing dann vorne an zu lesen. Dieses Buch hat sein Leben total verändert. Er hat Theologie studiert und ist seit 6 Jahren unser Krankenhauspastor. Meine Frau als Kinderärztin, John Lenting seit 10 Jahren dabei, über 50.000 Ultraschall hat er durchgeführt. Ich mache Magen- und Dickdarmspiegelungen. Hier wird ein Aortenaneurysma, eine Vergrößerung der Hauptschlagader operiert, ein Menschenleben gerettet, 6 Operationssäle, genauso schön wie in Frankfurt, schwere Verkehrsunfälle. Die Patienten bezahlen, um gesehen zu werden, 4 Soles, etwas weniger als 1 Euro. Und vom Gesamtbudget, von realen Ausgaben im Jahr, etwa 28%. 10 Intensivbetten, Hightech vom Feinsten, die Werkstatt der Orthopädie. 4 Jahre alt, kam ohne Bein zur Welt. Er bekam eine Prothese und zum ersten Mal in seinem Leben konnte er laufen mit Hilfe der Prothese. Sein Gesicht völlig verändert. 47 Jahre alt, 5 Zähne im Mund. Es sind Hunderttausende. Da sieht der Mund aus wie im Steinbruch. Also eine Zahn- und Augenklinik gegründet 2010 mit nagelneuer Technik. Große Fete, Juni 2010. Pilar Norris schneidet ein rotes Band durch. 70.000 Patienten wurden in diesem Gebäude behandelt. Zahnklinik, Augenklinik. Marlene Lucco, Zahnärztin aus der Schweiz, erzählt mir in einem McDonald's mal ihre Lebensgeschichte. 18 Jahre alt, dicke Lymphknoten. Diagnose, eine Lymphdrüsenkrebserkrankung im letzten Stadium. Jetzt kämpft dieses Schulmädchen gegen den Tod. 6 Monate Chemotherapie. Und sie sagt, Klaus, hier bin ich, ich lebe. Ich möchte 2 Jahre mitarbeiten an diesem Krankenhaus als Zahnärztin. Das ist mein Dankeschön an Gott für mein Leben. 4 Jahre war sie dabei. CAD/CAM, da werden computergesteuert Kronen hergestellt. Eine Patientin vor und nach ihrer Behandlung. Augenärztin Dr. Buck, seit 10 Jahren dabei, das war ihre erste Operation. Und natürlich Millionen Kinder überall.
bildhübsch, aber es gibt ein Riesenproblem. Mama und Papa sind jeden Abend betrunken, Alkoholiker. Und wo die Kinder leben müssen, da wollen wir nicht leben. Also haben Tina und Lindel das Haus gereinigt, Betten gekauft, aufgebaut, die Kinder mal geduscht und entflöht, Uniform gekauft für die Schule, angemeldet. Eine Chance, zum ersten Mal im Leben voranzukommen. Sie besuchten den ersten Diospisianer Kinderclub, November 2005, Lindel, ihr Wohnzimmer, Tina, unsere Tochter Nathalie, 15, 20 Jungs und Mädchen, so reingeschneit, gebastelt, gespielt, Lieder, ein Gebet, Sport, eine Pfadfinderstunde vom Feinsten, 40 brave Schäfchen auf der Straße, drinnen kein Platz mehr. 2012 haben wir das Kinderhaus gebaut, Udo Clemens hat den Bau geleitet, und da trafen sich vor Corona in 14 Clubs, von montags bis freitags bis zu 400 Jungs und Mädchen. Und sie fühlten sich natürlich geliebt und angenommen. Das Krankenhaus Diospisiana, noch ein Gelände gekauft, um eine Schule für 700 Jungs und Mädchen zu bauen. Oder Clement, die Linders, Architekten-Ehepaar aus Lauf an der Pegnitz, haben alle Pläne der Schule erstellt. Und bei allem Stress vergessen, die Rechnung zu schicken. Das soll vorkommen. Damit eine Spende getätigt von 100.000 Euro wurde errichtet. Das ist die Schule. Maria, eine Schülerin, teilt ihr Bett mit zwei Schwestern, drei Mädels im gleichen Bett jede Nacht. Ihren Vater kennt sie nicht. Ihre Mutter wurde mal in Lima vergewaltigt. Ein Blick in einen Klassenraum, Musikunterricht, Experimente in der Physik, eine Sporthalle mit einem elastischen Boden, natürlich mittlerweile Zoom-Unterricht und ein Schulmädchen zu Hause in der Hütte mit einem kleinen Smartphone macht sie ihre Hausaufgaben. Christian Bigalke, Direktor der Schule seit Anfang an, er hat sich mal in meinen Vortrag in Nordrhein-Westfalen verirrt und die Bilder trafen ihn hammerhart und so hat er die Schule bis heute geleitet mit seiner Frau Verena. Hunderte Patienten im Krankenhaus, Hunderte vor dem Krankenhaus, Türen verschlossen, nichts geht mehr. Und die Stimmung explosiv. Sie wollten reinrennen, das Krankenhaus stürmen. Ich stehe eine Stunde auf dem Tisch. Ruhig Blut, Leute, macht keine Dummheiten. Und sie rufen, warum habt ihr im Radio nicht bekannt gegeben, dass es keine Coupons mehr gibt? Keine Tickets. Radio, Fernsehen ist in der Tat eine prima Idee. Gesundheit, Familie, Kultur, Musik und Glaube wurde gebaut neben dem OP-Trakt. Wir wollten über Satellit ausstrahlen. Chris Welch, 25 Jahre Erfahrung mit Satellitentechnik, seine Familie, Sandy, die Kinder, sie kamen auf unsere Spur, weil sie ein Buch gelesen hatten auf dem Weltmarkt für Jugendliche, und lud mich ein nach Australien zu einer Vortragsreise und trafen im November 2015 die Entscheidung, wir gehen tatsächlich als Familie mit Kind und Kegel dorthin, Flohmarkt im Garten. Der Flug mit Qantas nach Lima, hier mit dem Baby auf dem Bauch. Und dann waren sie dabei, wie Pilar Norris wieder ein rotes Band durchschneidet. Meine Frau Tina und hier links der Bürgermeister. So sieht das aus. Radio, Fernsehen, Diospisiana. Chris Welch machte die Satellitenanbindung so groß wie Westdeutschland. 8 Sendetürme haben wir. 30% der Menschen dort können rund um die Uhr unser Programm empfangen. Meine Frau Tina in einem Studio zu einem Thema der Gesundheit. Und diesen Turm haben wir eingeschaltet am 1. Juli im Regenwald. Dort können eine 250.000 Menschen uns empfangen. 10-Jahresfeier, 31. August 2017, das Krankenhaus, die Werkstatt der Orthopädie, einige Radiotürme, hier landet der Staatspräsident Kuczynski mit einigen Ministern, das vollbesetzte Amphitheater und live im nationalen Fernsehen haben wir die Geschichte von Diospisiana erzählt und gesagt, sie zeigt, dass es sinnvoll ist, auch im 21. Jahrhundert auf Gott zu vertrauen. Und Kuczynski sagte, Corazón y Conocimiento, Herz und Sachverstand. Dankeschön, Diospisiana, Minister auf beiden Seiten. Ein Fragebogen. Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen sind, können Sie ausfüllen. 6 Fragen. Bist du zufrieden mit den Krankenschwestern, Ärzten,
Mit der Qualität der Behandlung, möchtest du wiederkommen? 6 Fragen. Immerhin 5.673 haben freiwillig diesen Fragebogen ausgefüllt. Das sind 34.000 Fragen. 98% waren zufrieden. Es dürfte kein Krankenhaus in Frankfurt geben oder in Eschborn oder in München oder Paris oder London, geschweige denn Lima, mit so einem Ergebnis. Der Glaube in Aktion. Und das ist unser Problem, der Erfolg. Wir haben so viele Feinde und jedes Jahr mehr Feinde. Eine Klinik 5 Stunden entfernt benutzt unser Logo, damit die Patienten denken, sie seien eine Außenstelle von die Hospiziane. Die wollen Knete machen. Dieser Wicht hat Lügen verbreitet im nationalen Radio, nur um unseren guten Ruf zu schädigen. Und wir wandten uns an die Gesundheitsministerin. Wir brauchen jetzt ihre Aufmerksamkeit. Es geht um unseren guten Ruf. Helfen Sie uns, empfangen Sie uns. Aber sie hatte keine Zeit. Wir flogen nach Lima, meine Frau und ich, unsere Anästhesistin Leslie, unser Traumatologe Dr. Tim Böker, um offiziell vor Gericht in Lima Anzeige wegen schwerer Verleumdung zu erstatten. Zurück zum Flughafen, 18 Uhr. Flug Lima Cusco. Menschenschlangen, Menschentrauben, wohin man schaut. Wir wollen gerade einsteigen, da kommt Leslie angerannt, unsere Anästhesistin, und sagt, ich habe eben den Premierminister getroffen. Ich habe sogar ein Selfie aufgenommen. Wow, unsere Leslie mit Salvador de Sola, Premierminister von Peru, im Starbucks-Café da oben, 1. Stock. Super, ich gucke mir das Bild an, ihm und Smartphone. Wir steigen ein ins Flugzeug. Tina und ich sitzen in der letzten Reihe, aber das Handgepäck 4 Meter weiter vorne. Und als wir eintreffen in Cusco, draußen ist es dunkel, da sagen die Stewardessen, sie können vorne aussteigen oder hinten aussteigen. Und jetzt drücken 90 Leute erbarmungslos nach hinten, keine Chance, an unser Handgepäck heranzukommen. Ich bin immer der Erste, der rein und raus rennt. So ein Typ bin ich. Aber wir müssen 10 Minuten warten. Hab fast ein Magengeschwür bekommen. Alle sind draußen, holen mein Handgepäck, Tina auch, gehen raus, gehen die Gänge wieder runter. Wer steht da? Der Premierminister. Überraschenderweise war er ganz vorne dabei mit seinen Leibwächtern. Wir wussten das gar nicht. Und nur wegen dem Selfie von Leslie, Selfies sind wichtig, erkenne ich ihn sofort wieder. Und nur wegen der Verzögerung von 10 Minuten, nur deshalb treffen sich unsere Wege. Sonst wären wir längst über alle Berge. Ich sage, Herr Premierminister, ich bin Direktor eines Krankenhauses im Süden. Darf ich Sie mal besuchen, Ihnen Bilder zeigen, damit Sie wissen, was wir tun für die Ärmsten Ihres Landes? Er guckt mich ganz skeptisch an. Tina stellt sich dazu, er fängt sofort an zu strahlen. So ist das bei mir immer im Leben. Ich rede mit Leuten, ganz verbiestert, Tina taut auf, alle freuen sich. Ungerecht, ne? Und er sagt, ich erkenne Sie wieder, ich kam auch zu Ihrer 10-Jahres-Feier, als Kuschinski Präsident war. Sie machen eine tolle Arbeit, kommen Sie in den Palast, der Vortrag, das Buch. Er rief abends die Ministerin an, du musst dir sehen, hat sie getan. Dann kam sie zu Besuch mit einer Delegation und es wurde eine Reportage veröffentlicht auf der Webseite der Regierung, in der wir über den grünen Klee gelobt wurden. Covid 2020, hier kommt der Gouverneur des Bundesstaates, die Rektoren der Gesundheitsbehörde wollen das Krankenhaus sehen. Ihr habt Sauerstoffgeneratoren, 10 Intensivbetten, Sauerstoff neben jedem Bett aus der Wand, dann können wir unsere Covid-Patienten zu euch schicken, über die Bezahlung reden wir später. Das ist gefährlich. Die Anwälte haben Verträge ausgearbeitet, unterschrieben, Hunderttausende haben investiert. Aber die Regionalregierung hat nichts eingehalten, 0,0. Nochmal nachverhandelt, weitere Unterschriften geleistet, es blieb dabei. Und dann wurde ein Gesetz verabschiedet im Parlament in Lima, dass in dieser Pandemie der Staat die Möglichkeit hat, private Krankenhäuser zu kontrollieren. Jetzt wurde es irregefährlich. Rede im Radio und dann auf Facebook. Wir sind in großer Gefahr. Eine Ansprache an das Volk. Innerhalb weniger Tage haben 1,5 Millionen Peruaner unsere Seiten besucht, uns mit 1000 Kommentaren Rückenwind verschafft. Danach hatten wir Ruhe und Frieden. Wir haben bei uns über 2200 Patienten mit Covid diagnostiziert, die meisten
konnten zu Hause mit Medikamenten behandelt werden. Hier kommt eine Verlegung aus Abancay. Unsere Covid-Intensivstation, genauso wie die Intensivstation in Frankfurt, 42 Jahre alt, Familienvater. Er hat einen Herzstillstand, eine massive Lungenembolie, Sepsis, aber er hat es überlebt, wie viele andere schwere Fälle auch. Im Klartext haben von 115 schweren Fällen 75% überlebt. So viel wie in Deutschland oder in den USA. Das sind die besten Mitarbeiter, die Missionare. Sie müssen Freundeskreise aufbauen. Hier kommen 3 Familien an am Flughafen. 270 Mitarbeiter haben wir. Das sind unsere Missionare vor Ort heute Morgen, die sich 3 Jahre und länger einbringen als Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, als Lehrer. Schon über 200 haben mitgearbeitet und alle haben so viel Geld verloren, weil Spenden niemals ein Gehalt ausgleichen können, das man zuvor in seinem Heimatland verdient hat. Wie kann man es erklären? In einer Gesellschaft, wo es heißt, Geiz ist geil. Ein Bericht in der Welt titelte von Gott berufen in die Berge Perus. Über 1.100 Menschen unterstützen uns monatlich. Insgesamt sind wir bei knapp 37 Millionen Dollar an Spenden angekommen. 150.000 Privatpersonen und 230 Firmen. Stephen Nolan, BBC, in einem Interview 20 Minuten in allen Teilen Großbritanniens ausgestrahlt, sagte, A Story of Medicine, Money, Miracle. Fernsehen der Deutschen Welle, rund um den Globus ausgestrahlt in 4 Sprachen, nannte die Hospizien ein Krankenhaus der Hoffnung. Und in einer Reportage auf Arte zu Weihnachten in 5 Ländern Europas ausgestrahlt, ein einmaliges Projekt. Dazu gibt es Bücher, über 100.000 Bücher gedruckt. Die 3 Deutschen liegen auf dem Tisch. Wir sagen zu diesen 150 Geschichten, unglaubliche, einmalige Wunder Gottes. Und Atheisten sagen, da haben die aber 150 Mal unverschämtes Glück gehabt. Gegen eine Spende kann man sie mitnehmen. Jetzt haben wir eine kommunistische Regierung. Was kommt jetzt auf uns zu? Wir wissen es nicht. Wir laufen wieder auf dem Wasser. Und oft, an jedem Montagabend, treffen wir uns zum Gebet und knien nieder. Damit mache ich Schluss. Dezember 2008. Ich muss über einen 4000 Meter hohen Berg rüber. Ich sitze hier neben mir, unser Urologe. Es ist dunkel, es regnet, Nebel steigt auf. Und ganz da oben rutscht ein Lastwagen mit seinem Anhänger rüber. Er macht dicht, es kommt zum Crash. Da sitze ich, habe aber überlebt. Mit einem gebrochenen Schlüsselbein, Blut im Gesicht. Und als wir da rausklettern, stellen wir fest, dass unser Wagen mit den Rädern auf Kante zum Abgrund, zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, der Tod begleitet uns immer, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, auf Schritt und Tritt. Meine Mutter starb 2010, mein Vater 2011. Links, 10 Meter links, liegt Sabine, meine Cousine. Sie war 47 und starb an einem klitzekleinen Melanom im Auge. Wurde entfernt, doch dann hatte sie Leber, Lungen, Gehirnmetastasen und tot war sie. Ich bin 60 Jahre und seit 33 Jahren Arzt. Ich habe so viele Menschen sterben sehen, direkt vor meinen Augen, sogar auf dem OP-Tisch. Und ich habe mich immer gefragt, gibt es eine Hoffnung nach dem Tod? Ich wollte nicht an Gott glauben. Ich wollte Gott vielmehr sehen, ihn kennen, erfahren. Und der alte Paulus hat vor 2000 Jahren einen Brief geschrieben. Das sind seine Worte. Alles, was ich will, ich möchte Jesus Christus kennen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren, in der Hoffnung, selbst vom Tod zum Leben aufzustehen. Und die Hospiziane wurde für Tina, für mich, für viele eine moderne Erfahrungsreise mit Gott. Hamburger Abendblatt, der Doktor mit dem Draht zu Gott. Da sage ich, diesen Draht kann jeder haben. Eine reine Vertrauenssache zu einem Mann an einem Kreuz, der nach eigener Aussage für die Sünden der Menschheit starb, 3 Tage später ein leeres Grab, der wichtigste Tag der Weltgeschichte, das Krankenhaus die Hospiziane, verdiene für mich eine Lebensvision, bis wir mal verbuttelt werden. Eine Leidenschaft von Menschen weltweit, Katholiken, Protestanten, Atheisten, alle helfen mit, ein Werk des Glaubens. Harte Indizien dafür, dass Gott real existiert, nicht als Wunschdenken, nicht als philosophisches Konzept.
Er sieht unsere heimlichen Tränen. Er hört unsere Gebete unter der Bettdecke in der Nacht. Er ist ein Gebet weit entfernt. Hoffnung für Hunderttausende aus allen Teilen des Landes. Eine moderne Medizin wie in Frankfurt. Und sie alle hören die gute Nachricht von Jesus Christus. Was könnte man dazu sagen, zu dieser Geschichte? Vielleicht sogar in einem Satz. Gott wurde sichtbar. Und wir machen jetzt das sogenannte Q&A, Question and Answer. Das bedeutet, ich stelle eure Fragen und Klaus hat eine Minute Zeit, auf die Fragen zu antworten. Sonst wird er von Florian ausgegongt. Und bei einer Frage darfst du auch sagen, ich nehme den Joker und werde etwas länger oder ich brauche etwas mehr Zeit. Es sind ganz unterschiedliche Fragen. Das ist eine tolle Geschichte, das haben ganz viele zurückgemeldet, toller Vortrag, bewegende Geschichte, macht Mut. Hier sind jetzt zwei kritischere Fragen. Gab es Momente, in denen Sie aufgeben wollten? Welcher Anlass? Und verbunden mit der zweiten Frage, es hört sich sehr gut an, was Sie über Projekt berichten. Gab es in all der Zeit für Sie nie Zweifel? Und wenn ja, was hat Ihnen geholfen, diese zu überwinden? Also Glaube war für mich nie einfach. In der Schule, an der Uni waren viele meiner Freunde Agnostiker, Atheisten, alles kluge Leute. Ich wollte den Glauben selbst ausprobieren. Man könnte die Hospizianer als ein Experiment mit Gott bezeichnen. Wir haben es ausprobiert. Die Zusagen aus dem Neuen Testament. Natürlich hatten wir immer Angst. Wir haben ständig mit Hiobsnachrichten zu kämpfen. Wenn man die Bücher liest, alle drei sprechen wir diesen Hiobsnachrichten. Auf dem Wasser laufen, der Glaube im Härtetest. Ja? Also wir hatten aber, das war das Gute, immer die innere Gewissheit, Gott ist bei uns und Gott zieht es durch. Er wird uns nicht hängen lassen. Daran haben wir uns geklammert. Und wir haben erfahren, dass das stimmt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Schön. Hier schreibt jemand, toller Vortrag, wie sieht es mit dem Bevölkerungswachstum in Peru aus, verbunden damit, ist das Klasse-Projekt nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? 33 Millionen Menschen. Das Land ist fast viermal größer als Deutschland. Jede Menge Platz. Wenn man drüber fliegt, sieht man Einöde an vielen Stellen. Also die könnten langfristig sogar ihre Einwohnerzahl bestimmt verdreifachen. Platz gibt es genug. Tropfen auf den heißen Stein würde ich sagen, nein. Wir hatten 430.000 Patientenbesuche bisher. Und das ist sehr viel. Wenn man überlegt, retten wir einer Frau, die an einer vereiterten Gallenblase leidet, ihr Leben und sie hat 8 Kinder, eine typische peruanische Familie im Hochland, dann haben wir die Lebensumstände nicht von 430.000 Patienten, sondern mal 8, eigentlich von über 3 Millionen Menschen positiv beeinflusst. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr vielen Menschen helfen können, direkt und indirekt. Und hinzu kommt ein Aha-Erlebnis für viele, dass man Menschen im Krankenhaus menschlich behandeln kann. Das ist in den meisten Krankenhäusern in Peru so nicht üblich. Das heißt, viele andere haben auch davon gelernt. Hier gehen zwei Fragen in dieselbe Richtung. Ist jetzt alles erreicht? Beziehungsweise wie geht es weiter? Pläne für die Zukunft, was ist die Vision für die nächsten Jahre? Wir haben Wachstumspotenzial. Wir haben im Jahr 2019, also vor Covid, 58.000 Patienten gesehen, 5.000 im Monat. Das sind Montag bis Freitag, 250 am Tag. Wir wollen uns steigern und hoffen, dass wir eines Tages 100.000 Patienten im Jahr behandeln können. Dann die Schule hat Wachstumspotenzial, Radio, Fernsehen, wir kaufen weitere Lizenzen hinzu, bauen weitere Sendetürme, ein ganz tolles, hochwertiges Radioprogramm, 24 Stunden, ein Familiensender mit guten Werten, aber auch Nachrichten und Musik. Das heißt, überall können wir enorm zulegen. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten, ich habe dir auch von unseren Neubauplänen als Andreasgemeinde erzählt. Hier fragt jemand, wenn man Erfahrung hat, ein so großes Projekt auf den Weg zu bringen, ein so großes Gebäude zu bauen. Welchen Tipp hättest du denn für uns als Gemeinde, damit wir unserem Traum von Neubau näher kommen? Jetzt zögert er mal. Es gibt einen Buchautor in den USA, der ist Tony Campolo. Und er wurde mal eingeladen, auf eine Konferenz am Samstagmorgen zu sprechen. Und die brauchten auch Geld für ein Bauprojekt. Ich glaube, irgendein kleines Projekt, es waren glaube ich 10.000 Euro oder so, Dollar natürlich in den USA. Und dann sollte er am Ende der Veranstaltung beten, dass Gott doch bitte das Geld zur Verfügung stellt.
Und das ist auch gut, wir beten auch viel um Geld. Und er sagte, nein, dieses Gebet spreche ich nicht. Sondern ich möchte alle auffordern, die heute hier sind, nach vorne zu kommen und einfach ihr Portemonnaie mal auszuschütten. Er macht ein gutes Beispiel, die haben sein Portemonnaie raus, hat es ausgeschüttet. So. Und dann kamen die anderen auch, alle haben mitgemacht irgendwie. Die haben deutlich über 10.000 Dollar an diesem Morgen zusammengebracht. Weil einfach mal die Leute ihr Portemonnaie ausgeschüttet haben. Also vertrauen wir nicht auf den Staat, sind wir dankbar, dass Gott uns so viel Geld gegeben hat. Persönliche Frage, was machen Ihre Kinder? Sind die auch in Peru? Was machen deine Kinder, deine drei? Unsere Kinder haben die meiste Zeit ihres Lebens in Südamerika verbracht, ging 10 Jahre auf eine ganz einfache Dorfschule, da gab es unsere noch nicht. Nathalie studiert Medizin, ist fast durch in Tübingen, will wohl Kinderärztin werden. Dominik studiert Medizin in Erlangen, auch fast fertig. Und der Florian, der Kleinste, der studiert Mathematik und Spanisch, will bald heiraten. Also alle finden ihren Weg durchs Leben, alle sind tüchtig. Wir haben eine Familie-WhatsApp-Gruppe, sind eng emotional zusammen, auch wenn wir oft 10.000 Kilometer und mehr getrennt sind. Du hast dieses schöne Bild gezeigt von den kleinen peruanischen Jungen und Mädchen, die Krankenschwester, Ärzte gespielt haben, sich verkleidet haben. Weißt du, ob diese Kinder tatsächlich vielleicht ihren Traum erfüllen konnten oder bei euch sogar arbeiten? Also hier hat jemand geschrieben, haben die Kinder von damals in der Umgebung auch die Vision entwickelt, in die Hospizianer zu arbeiten? Mit Sicherheit. Genau kann ich das jetzt nicht nachverfolgen. Es haben im Laufe dieser Jahre, seit dem Bild sind 18 Jahre verstrichen, tausende Kinder unsere Kinderclubs durchwandert und haben gehört, dass Gott sie lieb hat. Und dass sie zählen auf dieser Welt, auch wenn ihre Eltern sagen, du bist nichts wert, das ist das Hauptproblem in diesen Familien. Ganz viele haben unsere Schule durchlaufen, machen Karriere, kommen gut voran an der Universität. Und natürlich haben wir ja 10.000 Kindern auch im Krankenhaus helfen können. Oft kommen oder gelegentlich Schulklassen zu mir oder sie müssen eine Arbeit schreiben oder dann kommen sie zum Interview. Und stellen mir die gleichen Fragen. Ja, aber man sieht, das ganze Umfeld hat sich verändert. Die Stadt hat sich verändert. War ein Dorf, jetzt eine Stadt. Die ganze Region hat sich zum Positiven verändert durch das Krankenhaus. 100 Taxifahrer leben vom Patientenshuttle. Die ganzen Hotels und Restaurants leben auch von unserem Krankenhaus. Das heißt, wir sind ein Wachstumsmotor ohne Beispiel dort in der ganzen Region. Wird Ihre Ausbildung unterstützt, steht hier. Bildet ihr auch Leute aus? Wir bilden Leute aus. Wir haben Medizinstudenten. Wir haben Assistenzärzte an einer ganz bedeutenden Universität, Cayetano aus Lima. Die haben uns schon über 100 Assistenzärzte geschickt, die bei uns durchrotieren, jeweils so für einen Monat oder zwei. Auch aus dem Ausland kommen Mitarbeiter. Krankenschwestern werden ausgebildet bei uns. Das heißt, wir hinterlassen tatsächlich einen bleibenden Nutzen im Leben Hunderte. Die letzte Frage hat damit verbunden auch nochmal der Hinweis auf den Büchertisch. Welche Übersetzungen gibt es bisher zum Buch? Es gibt gedruckt in 7 Sprachen. Hinzu kommt Französisch, da suchen wir noch einen Verlag, Bulgarisch, Russisch. Also ich glaube, 10 Sprachen sind das jetzt. Also ihr könnt auch für eure internationalen Freunde hier, ich weiß nicht, ob du die dann im Auto noch hast, noch genau, wer wirklich einen speziellen Wunsch hat, den wir es erfüllen. Vielen, vielen Dank für den wahnsinnig spannenden, interessanten, bewegenden Vortrag, auch für dein Rede und Antwort stehen und dass du auch nachher noch da bist und nochmal persönlichen Fragen begegnest. Vielen Dank, Klaus. Applaus